Hallo Freunde von allen, hallo YouTube, da sind wir wieder. Frisch und munter ausgeschlafen. Bruchi hat sich gerade noch ein bisschen eine richtig schicke Ausrüstung angelegt und irgendwie werden wir gerade überrascht von ungebetenen Gästen. Fixmensch. Das sind unsere Freunde. Das sind keine Freunde, die wollen uns töten. Die laufen schon wieder weg. What? Ja, die laufen da hinten gerade weg. Strange. Ausfall wird an. Kannst du noch ein paar Knochen sammeln? Kannst du auch noch so eine Rüstung noch bauen? Jo. Club collected. Uch, Alter. Das Ding ist aber der Urs Schaden aus, aber ist scheiß lang. Er hat besseren Schaden wie meine Axt. Gut, ich hab ne Waffe. Oh nein, wird's jetzt schon wieder dunkel. Oh nö. Ja, weil wir so lange gepennt haben. Scheiße. Aber ich will halt. Wir müssen halt echt irgendwie Schüttgruppen suchen. Ja, ich glaube, da müssen wir irgendwie mal ins Wasser. Ja, da hinten runter, da hinten geht's ja ans Wasser. Wir müssen uns vielleicht von hinten irgendwie an der Küste halten. Aber wollen wir das jetzt in der Nacht machen? Weiß ich nicht, Mann. Aber du kannst zwar da ganze Knochen einsammeln. Ja. Ich baue mir jetzt auch mal noch ein Stück Rüstung. So. Meine Rüstung wird immer mehr und mehr. Alter, das ist voll den Body Armor. Juch! Hinter dir ist einer. What? Ach, da hinten. Okay. Also jetzt habe ich beide. Okay. Du siehst schon auf jeden Fall gut geschützt aus, ja? Putman! So, ich muss mir aufs Lager fahren. Feuer ist aus. Lass uns Feuer wieder machen. Mach schnell. Ja, dann sollten wir uns auch noch so einen Bone checken. Alter, das ist voll der Knüppel, den ich hier habe. Voll übertrieben. Ah, jetzt hat man unten auch so eine gelbe Leiste, ne? Das ist wahrscheinlich die Panzerung, oder? Ich guck grad mal hier nach so einem Bone-Check, gab's doch hier irgendwie, oder? Ah, Bone Basket. 21 Sticks. Ah, das jetzt mal hier rein. Ach, da, ja. Nimm der Lebensdings-Anzeige da. Mhm. Oh, wieder mehr Knochen. Köpfe. Was brauche ich in Köpfe eigentlich? Crafted Club. So, das ist das, was ich schon habe. Für die Body Armor hast du da irgendwas anderes noch gemacht, oder? Nee, ich habe einfach nur immer die ganze Zeit nur die Knochen miteinander kombiniert. Ah, mir fehlt ein Knochen. Ja, aber der Klasse wird gleich entfallen. Wir haben auch keinen. Nein, wir haben keine Sticks mehr. Also, nochmal Knochen. Stoff. So. Aber ich habe keinen Links mehr, ich kann keine Sticks mehr. Wie viel brauchst du? 4 habe ich noch. Tu mir hier ins Feuer, damit wir das Feuer machen können. Okay. Fuck. Gut, ich werde aber mal kurz dahin an den Wald hüpfen. Du bist ja mutig. Oh. Was habe ich denn jetzt? Habe ich so einen Brustpanzer zufällig an? Ja, du hast so einen Brustpanzer, eine Maske. Okay, cool. Krass. Voll easy. Ja, muss was essen. Du siehst auch übel aus. Eine Maske an? Ja, guck mal an. Ja, weil das ist auch so voll die Maske und Brustpanzer und so. Gut. Mal ein paar Sticks sammeln. Sticks.
Oh oh. Was? Hast du es nicht gehört? Nein. Warum bist du nur mal wie ich? Glaubst du, ich hab Angst. Ich muss essen. Da läuft nur Bambi. Das ist gar nicht so schlimm. So, ja. Oh, das ist was anderes wie Bambi. Wo bist du? Brauche ich, hab Angst. Ich hab hier Sticks. Ja! Oh, 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 oh. Ah. Ich sind die hier auf einmal? Wo sind die denn alle her? Wow! Sind das viele? Ich hab Megon getötet. Ich hab die Kühen hier nur. Ah, fuck! Ich hab den einen halt nicht mehr. Warte, ich muss ganz kurz mich aufhellen. Ja. Katze, Alter. Was ist falsch mit dir, Mann? Sind alle tot? Nee, es sind nur zwei. Oh, drei sind wir noch. Das ist dann schon wieder unsere Liga. Eine Scheiße. Oh, was ist denn hier los? Alter, das ist ja normal, Mann. Ich meine, im Ernst. Was ist das denn für einer? Boah, hey, kommt hier noch einer? Was kommt denn hier noch? Alter, was machst du da oben? Ey, der ist da hochgelaufen. Ich glaube, ich habe meine ganze Rüstung aufgebraucht. Oh, hier ist noch einer. Zwei. Ja, so viel wie wir gerade töten, können wir uns 15 Rüstung machen. Aber hier, nimm dir mal, das ist eine Axt. Eine komplette Axt. Oh, ich bin mir gerade. Was für eine Axt? Hier. Ne, so ein Ding habe ich schon. Achso. Das habe ich mir. Hat schon so ein anderer Typ wieder fallen lassen. Okay, brauchen wir wieder jede Menge Knochen. Ja. Haben wir jetzt genug? Juche, ey, wie viel kommen denn hier nur? Das ist ja abnormal. Hier hinten lagen, glaube ich, noch welche, oder? Ja. Da kommt noch einer. Oh, ey, der hat eine Taschenlampe auf dem Kopf. Ja, das war gut. Sieht voll gut aus wie die DPs. Die sind nach vorne, da immer so ein Zug drin. Kann ich mir die Taschenlampe nehmen? Covered in blood, wash it off to avoid infection. Was? Ja, du solltest fix schwimmen gehen. Was? Wo ist unser Tümpel? Auch, Alter, wie viel Knochen. Achso, ich verliere die alle schon. So viel Stoff habe ich, glaube ich, gar nicht mehr. So viel Stoff. Ja, du hast das in den ganzen anderen Dingern, lag halt überall noch Stoff drin. Nur 61 Stoffe. Keine Ahnung, ob man. Achso, ich. Schädel wollte ich eigentlich gar nicht. So, wie viele Sticks habe ich denn? Den. Wie brauche ich? 21. Ja. Kurz nochmal ein paar Sticks holen. Ein paar habe ich auch noch. Gebraucht. Ja, geh mal rein. Fuck, ich höre was. Ja, ich auch. Geh mal da. Warte mal kurz, ich geh mal kurz in die andere Hütte rein. Warte. Bin ich wieder da?
Hau bloß ab, du Arsche. Oh, Zeus ist zornig. Ja. Also ich bin jetzt wieder relativ hoch mit Rüstung. Wie sehe ich denn aus? Ich weiß, ich kann das immer schlecht einschätzen. Also wie vorher auch. Du also schon wieder hochgequippt oder was? Ja. Ist halt so, ja, so aus wie vorher. Achso, wahrscheinlich bis die Leiste hoch ist, kann man das machen, oder? Ja. Das verschleißt dann halt einfach mal vermutlich irgendwie. Also hast du jetzt noch 6 Guard, 10 Stück? Ja, 10 hätte ich noch. Weißt du, wie man das Ding fangen, weil ich habe hier so einen Bone-Check gedöns. Wo bist du? In dem Haus. Im Haus, okay. Die Tür ist voll hier. Ah, hier. Dann nehme ich jetzt immer schön. Knochen rein stapeln. Ah, sehr nice. Köpfe reingehen. Ich glaube, das sind nur Knochen. Gut. Ja, sollen wir runde schalten. Alter, das Ding ist ja schon wieder kaputt, ey. Achso, Mann, achso, das ist bestimmt dieses Tree-Set-Gedöns. Um du das Ding reparierst. Plus Damage minus Speed Crafted X. Plus Damage minus Speed Plane X. Ach, du kannst die. Was damit? Kannst deine Axt, diese Standard-Axt, kannst du mit 10 verbessern? Ja, mit diesem Gedöns, was du ganz am Mittel liegen hast, glaube ich, mit diesem Tree-Sap, oder? Was jetzt? Ja, du hast in der Mitte von dem Crafting-Tuch so Tree-Sap liegen. Nee, habe ich nicht. Das verbaue ich immer, weil ich damit immer die Hütten hier repariere. Die das Kappe immer kaputt machen. Okay. Wir können ja mal eine Runde schlafen. Nein, wir schlafen mal eine Runde und dann gehen wir nochmal auf Turtlejagd. Dann gucken wir mal, dann gehen wir mal hinten kurz erkunden. Bin eh ein bisschen müde. Weil noch hebt ja das Haus, ne? Interessante Weise. Ja. So. Gut, das war aber eine kurze Nacht. Das war jetzt echt schön. Ja. Gleich loslaufen. Alter, was ist das für ein Sturm? Ein Sturm? Ich habe gar keinen Sturm. Oh, ist der Wind, ey. Echt? Böse, ja. Also gehen wir jetzt an den Strand, oder was? Ja, mal dahinter so irgendwie in die Richtung laufen. Mal gucken, ob man noch irgendwo runterkommt. Dann so langsam sollten wir dann... Bruchballen. Ja. Denkst du, da kommt wirklich noch jemand und rettet uns? Nein. Habe diese Hoffnung schon lange aufgegeben. Wir werden niemals hier wegkommen. Eine Karte aber oder so haben wir nicht, ne? Nein. Ja. Wir haben nur unser Buch des Lebens. Scheiße. Dann lass einfach hier ein bisschen am Strand, hier an der Klippe entlanglaufen. Irgendwo da vorne wird es schon runtergehen. Ja, das sieht halt irgendwie gar nicht so danach aus. Hier geht's noch unten. Oh wow. Ja, hallo. Dein Ernst? Dein Ernst, Massi? Was liegt denn hier? Schlamm? Hä? Irgendwas Lustiges gerade aufgenommen. Was trinken. Hey, aber noch weiter unten. Hier vorne sieht's gut aus. Vorne können wir eventuell runterkommen. Wir müssen hier, glaube ich, so kleine einzelne Lager bauen. Das ist ja irgendwo dann. Wenn die Tage wirklich so ultra kurz sind, ja. Ja. Wenn wir hier so ein
kleines Baumhaus-Ding, wo du dann also übernachten kannst. Hier geht's runter. Guck mal. Hier? Ja, lass mal hier runter gehen. Da kommen wir doch nie wieder hoch. Wow. Obwohl, hier vorne waren ja unsere anderen Häuser. Das müsste ungefähr in die Richtung dann gehen. So. Oh, das sieht doch super aus. Hast du nicht aber auch was mitgenommen? Ich hab jetzt irgendwas mitgenommen, aber mir wird nichts im Inventar angezeigt. Nee, der hat sich danach, hat er sich bei mir auch die Hände angeguckt. Okay. Ach ja, ich bin jetzt ganz schlammig. Das ist ein bisschen Tarnung. Was ist denn du da? Irgendein kleines Tierchen gerade kaputt gemacht. Ey, man kann ja Uhr schwimmen hier, ey. Die Schildkröten? Nö. Als ist der Schlamm auch wieder weg. Was ist das? Was sind denn so Schildkröten, Mann? Wo sind hier Schildkröten? Kröten Schild. Wo bist du? Die gekrötete Schilde. Ich hab nirgendwo was, ne? Ich will aber auch nicht weiter weglaufen. Ja, ein kleines Stück können wir vielleicht noch, oder? Oder müssen wir wirklich ein Stück reinschwimmen? Nee, da ist eine! Was? Die kommen aus dem Wasser! Mach sie kaputt! Ja! What? Da war sie weg. Hab ich schnell bekommen? Wo ist der Panzer? Ja, wo ist der Panzer? Im Ernst jetzt? Oh Gott! Oh wow! Wow, okay. Hier vorne ist noch eine. Ah, ich hab einen Panzer, ich hab einen Panzer. Echt? Hm? Ganz oben im Inventar. Das ist mir noch nichts, wenn man weiter drauf einhackt. Aber der wird mir nur... Ah, Turtle Shell collected. Ja, ich kann nur einen tragen. Ja. Da können wir zwei Wasserspender bei uns enden. Ja, cool. Okay, dann lassen wir wieder zurück. Aber. Ja, Gott sei Dank, das liegt endlich. Und vielleicht sollten wir so kleine Tierfallen noch bauen. Dass wir unsere Hasen. Ich hab schon wieder Hunger, ey. Das gibt's ja gar nicht. Ja, das ist halt, wenn du viel rennst, dann bist du schnell hungrig, weil deine Ausdauer abnimmt. Erstmal müssen wir jetzt gucken, dass wir das Lager auch mit zukriegen von oben. Da glaube ich erstmal zu Schritt Nummer 2, würde ich sagen, oder? Da ist mir so einen sicheren Spot, ja, haben, wo wir drin sind. Aber wir müssen vielleicht nicht das ganze Lager umzäunen, sondern nur so ein Viertel oder die Hälfte oder so, ne? Das braucht ja sonst unendlich viel Baumstämme. Wir müssen ja so schon ein ganzes Stück jetzt laufen. Ja, da gucken wir, dass wir irgendwie dann so in der Mitte eins rüber, eine Mauer rüberziehen. Und da irgendwie die Tür. Ich würde sagen, für jetzt machen wir noch die zwei Wasserspender und dann müsste es, oder ist zu befürchten, dass schon wieder Nacht wird. Ach ja, wir brauchen wahrscheinlich hier Holzstöcke, ne? Ja. Das hat man gleich noch ein bisschen. Hier gerade noch am Sammeln. Du kannst eh nur 10 tragen, mehr wie 10 kannst du eh nicht tragen. Ich hab keinen einzigen Moment. Ich habe auch keinen mehr gehabt. Wo bist du? Vor allem kriegst du dann auch gleich immer noch Leaves. Und die brauchst du ja für die
Was wollen wir? Die Feuerstein brauchst du ja liebst zum Beispiel. Jetzt kommt hier nirgendwo Holz hier raus, oder was? Doch, hier aus diesen Guck mal hier aus diesen hier. Die hier musst du kaputt machen. Ach, die kleinen, okay. Du kriegst immer 2 bis 3 Sticks raus. Hallo, jetzt. Dann kriegst du auch mal gleich Leaves mit raus. Das ist relativ gut. Ah, okay, ich hab 10. Da oben ist eine Hütte. Also ich glaube, wir sind schon wieder gleich bei unserem Lager. Ja, das muss richtig sein. Da muss müsste halt jetzt hoffentlich irgendwo hier hochgehen. Ja, kannst du auch hochlaufen. Aber hier oben sind schon die Hütten. Oh scheiße, das ist doch hier ein scheiß Ferienlager, ist das doch hier. Das wird doch keiner erzählen. Irgendwie schon, ne? Was soll das sonst sein? Was ist das hier für eine Insel? Das ist eher die Frage. Ja, ein Schwarzwald. Ja, aber was sind das hier für komische Menschen im Schwarzwald? Und das Schwarzwald lesen? Oh! Ja, das sind Schwarzwald. Siehst du? Schwarzwald. Aber der kommt doch nicht näher. Oh, doch, sein Freund kommt. Das ist noch einer. Sind irgendwie. Achso, der haut ab, okay. Kann auch die Leute hier irgendwie gar nicht angucken oder so oder inspizieren. Ich habe ja immer noch diese Passenger Manifest. Hm. Aber irgendwie. Was wollten wir jetzt machen? Wasserspender bei Hilda. Ja, einen habe ich hier drüben schon gebaut, guck mal. Ah ja. Juhu! Und dann müsste sich da jetzt halt, wenn es regnet oder so. Wollen wir einen zweiten auch gleich noch bauen? Achso, ja, genau. Ich meine, wir sind 2 große Kerle. Ein bisschen Durst haben wir ja schon, ne? Oh, ein bisschen. Dann setzen wir mal dazwischen gleich mit rein. Haben wir jetzt eigentlich noch Holz da? Ja. Dann baue ich fix dann hinterm Haus mal noch diese. Das Ding fertig bauen. Mhm. Und zappen, die Hütte wieder zu reparieren. Ne? Ja, da habe ich ja noch. So? Ah, gut. Wo ist es denn? Das ist... Ja, das ist gerade mal nicht mehr fertig, ey. Mann. Wie fehlen jetzt noch? 1. Wie baut man die Hütte? Du musst da, glaube ich, vorne dran gehen und dann musst du da... E oder C. Du kriegst da so ein Symbol angezeigt. Okay. Dann musst du da so 3 oder 4 Sachen reintun. Ich vermute mal, dass es so Tree-Sap ist. Ja. Okay, ja, die Hütte ist wieder ganz. Also ich weiß nicht, was du für Probleme mit deiner Baumfallrichtung hast. Bei mir klappt das ohne Probleme, ja. Ja, du rennst ja die ganze Zeit mit dem Feuerzeug rum. Ich glaube, das ist sowieso nicht normal. Ja, das ist. Ja, ich hab mich gewöhnt. Was soll ich dagegen machen? Ich kann eh nichts dagegen unterbilden. Schon ein bisschen behindert die ganze Zeit mit dem scheiß Feuerzeug. Allerdings weiß ich gar nicht, was das für ein Feuerzeug ist. Der hat unendlich Gas, der Typ. Ja, genau wie so. Wie hier immer wieder Koffer regnen. Ach hier, jetzt sehe ich das Tree-Set. Ah, okay. In der Mitte, ne? Von dem Crafting-Tuch. Ja, so rechts oben. Was ist das eigentlich für eine riesen Feuerstelle hier? Ah, die kann man leider nicht benutzen. Voll schade. Alter, jetzt hatte ich Schüsse. Ich wusste nicht, wer jetzt kommt. Du sahst von beiden mit deinem Knochengeruch genauso böse aus, ey. Da muss ich das nächste Mal so Geräusche machen. Aber komm mal kurz zu mir bitte noch. Ah ne, warte mal, so ist gut. Bleib mal so stehen. Guck mal in meine Richtung, so ein bisschen, bitte. So. Okay, gut. Ein bisschen. Danke. Aber unser Wasser, dann kühlt sich. Ja, das ist doch gut. Ja. Schauen.
Aber wir mal in die Bombenköpfchen reingucken. Naja, ein bisschen was haben wir ja schon geschafft. Ja, also wir wollen die Wände dann ziehen. Also hier zwischen den Gebäuden auf jeden Fall noch zumachen, das Gebäude hinten zumachen und dann schon hier Richtung... Hier, hätte ich gesagt. Hier und dann so irgendwie... Was, von da hinten? So weit? So, hier, das ist frei. Ja, ich wollte gerade sagen, was soll da Material brauchen. Wenn wir hier zumachen, dann hier die Hütte zumachen, dann hier Richtung Holzspender zu dem Baum oder so. Ja, genau. Und dann hier rüber zu der Hütte. Ja, das ist, glaube ich, gut. Da kann man ja dann kann man hier hinten Wände hinbauen. Ja. Dahinter. Und dann kann man die Hütten auch noch so ein bisschen benutzen. Wie zum Beispiel hier halt einfach das. Wenn wir hier solche Abwehrbollwerke noch bauen müssen und so weiter, da brauchen wir sowieso unendlich Holz, ja. Ja, da bauen wir noch zwei solche Spender, bauen wir noch hier links daneben. Müssen wir mal gucken, dass wir dann hier drüben irgendwie eine Tür reinbauen oder so, dass wir rauskommen. Ja. Weil die Türen benutzen offensichtlich diese komischen Gestalten aus dem Schwarzwald nicht, oder? Nee. Ich scheine keine Türen dort zu kennen. Okay. Apropos Tür. Dieser längere Strandspaziergang hat mich jetzt ein bisschen müde gemacht. Echt? Mhm. Ich fand uns noch kurz ein Steak so zum Abschluss. Okay. Wir müssen noch ein Steak reinziehen. So gemütlich mal hier noch ein bisschen einheizen. Ja. Was macht denn so Wasserspender? Ey, da könnt schon draus trinken. Wie lange brauchen die Schildkrötensteaks? Ich glaube, ich muss echt hier dieses Buch des Überlebens noch ein bisschen studieren. Oh ja. So, ich erstmal was. Lass es dir schmecken. Oh, danke. Schildkröte. Aber das ist keine Henkersmahlzeit, oder? Nein, nein. Das ist leckere Schildkröte. Turtle Meat. Oh yeah. Allzeit bekannt, ne? Super mit den Wasserspendern, ehrlich. Ja, das ist geil. Immer Wasser da. Du kannst auch Wasserflaschen bauen, habe ich gesehen. Ja, das ist ein Wassersack oder sowas, ne? Ja. Wahrscheinlich mit Leder, Tierleder oder so. Such's gerade, ich find's nicht. Ah, muss man sich, glaube ich, noch ein bisschen dran gewöhnen an das Ganze hier. Mhm. Irgendwie. Sap Collector gibt's sogar. Oh, cool. Nein. Ach, wo war denn das jetzt schon wieder? Nee, da war es noch nicht. Ah, das ist hin bei den ganzen Tools, bei dem Zahnrad irgendwo. Da, Water Skin. Okay. Two Deer Skins with Rope. Deer Skins. Ah, das sind die Leguane. Nee. Ja, ich denke mal eher von den Bambis oder so, von den größeren Viechern, oder? Oder das, ja. Stimmt, Leguan ist ein... Ja, ja, du hast doch so einen Bambi, glaube ich, schon geknechtet, oder? Ja, ich habe nur einen zum Skin. Ich brauche zwei. Was war's? Das? Ach, ein Rogue. Ja, ich brauche zwei von denen. Ja, schon mal... einen Bogen bauen. Du brauchst aber Federn dafür und ich habe keine Ahnung, wo man Federn herkriegt. Aha, ja, stimmt, Hühnchen habe ich auch noch nicht gesehen. Vielleicht mit den Vögeln, dass man die Vögel doch irgendwie, die hin und wieder landen. Die sind ja voll schnell weg. Ja, das hey, hier ist auch Matsch, guck mal. Wieder schmutzig machen. Nee, wir wollen ja gerade erst uns reinigen. So, Hochbein. Jetzt geht's ab ins Bett. Okay. Weiß mich auch nicht schmutzig. Ja. Dann unser Meisterwerk. Würde ich sagen, haben wir für die ersten drei Tage. Wir haben jetzt zwei Tage am Stück überlebt, oder? Zwei Nächte lang? Oh. Neuer Rekord. Frage. Ich glaube schon. Muss ich irgendwo nachlesen so? How long do you survive? Wow! Das war jetzt definitiv. Glaube ich. Ah, hier doch, da. Gibt's doch. Sag ich doch. Boah, wow, was schreit denn hier so? Wenn drei Tage überlebt, quasi. Drei Tage, okay. Ja, das ist ein neuer Rekord. Auf jeden Fall. Naja, ich würde sagen,
Wir haben schon einiges geschafft. Ja. Und auch. Jetzt habe ich so einen Vogel hier. Oh. Ja, wenn ich linke Maustaste drücke, ist er weg. Okay. Und auch, ich glaube, die Eindrücke, die waren doch eine ganze Menge. Jetzt ist erstmal eine Runde erholen angesagt. Hört's aus. Wir sagen dann mal ciao für heute und bis demnächst. Bis zum nächsten Mal.